Die Industriestadt Kapfenberg bietet neben toller Lebensqualität das zukunftsorientierte und vielfältige Bildungsangebot der Fachhochschule Joanneum. Dies ist die Geschichte von Lena und Max, die während ihres Studiums eine Unternehmensidee entwickelt haben. Wir begleiten die beiden auf ihrem Weg. In der Study Area plaudern Lena und Max über neue Technologien. Beide finden Drohnen interessant und gemeinsam überlegen sie, wie man Unternehmen mit dieser Technologie unterstützen kann. Schnell wird ihnen klar, dass Drohnen ein wichtiges Thema der Zukunft sind, wie für Zustelldienste oder technische Kontrollflüge. Ob daraus eine Startup-Idee entstehen kann? Los geht's im Startup Lab. In relaxter Atmosphäre gibt es hier die richtige Infrastruktur zum Entwickeln der Idee. Lena und Max arbeiten mit Informatikstudierenden des Instituts Internettechnologien und Anwendungen zusammen. Diese bringen das nötige Know-how für die Programmierung der Software, wie beispielsweise der Steuerung der Drohne, mit. Ebenso wichtig ist es, diese vor ungewollten Hacking-Attacken zu schützen, sodass die Drohne ohne Komplikationen überall eingesetzt werden kann. Aber was treibt die Drohne eigentlich an? Elektronik, die unter anderem von Studierenden des Masterstudiengangs Electronics and Computer Engineering entwickelt und integriert wird. Lena und Max lernen, Platinen zu konstruieren, auszulegen und zu bestücken, damit der Antrieb des Propellers funktioniert. Diese Leistungselektronik ist ein wichtiges Themengebiet und ebenso eine Vertiefungsrichtung an der FH Joanneum. Spannend finden die beiden auch die kombinatorischen Bestandteile von IT, Maschinenbau und Elektronik. Ein Teil der Drohne wurde auf einem Computer konstruiert, nun auf einer speziellen Fräsmaschine ausgeschnitten und dann über die elektronischen Komponenten angesteuert. Gerade für Mechatroniker ist es wichtig, Lösungen anzustreben, damit die Drohne reibungslos in Betrieb gehen kann. Die Entwicklung einer Drohne ist ein kreativer Prozess sowie ein Schritt in Richtung Digitalisierung. Im Smart Production Lab entwickeln Lena und Max einen Prototypen im 3D-Drucker. Für eine erfolgreiche Idee ist es wichtig, die Supply Chain optimal zu gestalten, ein Marketingkonzept zu entwickeln und dabei alle technischen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Am Ende sind Lena und Max für ihren Erfolg verantwortlich. Projekt, Prozess und Change Management sowie Soft Skills haben deshalb bei Industrial Management einen wichtigen Stellenwert. So sind Lena und Max hervorragend vorbereitet, um im Projektteam den gesamten Startup-Prozess von der Idee bis zur Produktpräsentation zu gestalten. Die fertige Drohne kann starten und muss den Realitätstest bestehen. Damit die Drohne auch im städtischen Raum zum Einsatz kommen kann, um zum Beispiel Pakete zu liefern oder den Verkehr zu überwachen, simulieren Lena und Max im Mobility Lab des Studiengangs Energie-, Mobilitäts- und Umweltmanagement die Integration in den Stadtverkehr. Im Praxistest am FH-Gelände nutzen die beiden die Drohne zur Qualitätskontrolle von Photovoltaik- und Solarmodulen. Die Drohne kann durch Videomaterial und Wärmebilder wesentliche Erkenntnisse liefern. Die Bilder werden im Energy Analytics Labor mittels Virtual Reality ausgewertet. In Zeiten von Klimawandel und einem steigenden Anteil an erneuerbaren Energien hat diese Geschäftsidee Zukunftspotenzial. An der Schnittstelle von Energie und Mobilität gelingt es Lena und Max, ein Produkt für mehr Nachhaltigkeit zu schaffen. Jetzt gilt es nur noch, die Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wie Lena und Max entdecken viele Studierende während ihres Studiums ihren Unternehmergeist. Die FH Joanneum Kapfenberg bildet Expertinnen in den Bereichen Informatik, Management, Elektronik sowie Mobilitäts-, Energie- und Umweltsysteme aus.